Zuletzt bei Hogwarts Legacy. Nach dem Sammeln einiger Demigeist-Statuen in Hogwarts und den damit verbundenen Geheimnissen, ne, gingen wir auf die Spuren einer alten, mächtigen Hexe mit dem Namen Herodiana. Sie hat den Depulso-Zauber gemeistert und rund um diesen Zauberspruch riesige Rätselkammern errichtet. Nachdem wir dann aber ihre leider sehr verbuggten Rätsel lösen konnten, ne, erhielten wir ihr komplettes Outfit, welches tatsächlich ziemlich schick aussieht. Heute wollen wir uns um einen mysteriösen Mann in Hogsmeade kümmern, der scheinbar ein Problem zu haben scheint. Freunde, ich hoffe, ihr habt was Schönes zu trinken, ne? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Ich hoffe, es geht euch gut und wir starten unseren heutigen Part hier bei Mr. Hallo, Brown aus mehreren Gründen. Zum einen möchte ich auf jeden Fall meine Ausrüstung mal wieder kurz überarbeiten und entfernen, beziehungsweise verkaufen, ne? Insofern wir hier was Neues haben. Und ich glaube, wir haben hier irgendwo eine neue Brille, die besser ist als die, die wir aktuell tragen, oder nicht? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich dachte, irgendetwas haben wir gefunden, ne? Aber selbst wenn, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Einfach mal wieder kurz unser Inventar leer bekommen, dass wir die Möglichkeit haben, neuen Stuff zu finden und mitzunehmen. So, da genau, der hat nämlich 78 Verteidigung, der Hut, aber da müssen wir noch ein Level aufsteigen. Deswegen behalte ich den mal, aber ich glaube, den Rest können wir jetzt an der Stelle erst wieder verkaufen. Wir haben auch 12.000 Münzen. Das ist sehr, sehr, sehr big. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man wohl das meiste Geld mit dem magischen... schaut mal, der Umgang ist auch noch besser. Dass man das meiste Geld wohl mit den magischen Tierwesen macht, ne? Also, dass man wohl da irgendwie deren Sachen gut verkaufen kann. Lassen Sie mich wissen, aber der hat ja auch noch hier ganz viel Zauberanweisungen, ne? Für Tierwesenfütterer, ne? Da sehe ich uns nichts doch. Ist schöner als genau Tierwesen-Spielzeugkiste, genau. Schneidestation. Ich kaufe den ganzen Stuff einfach. Dungkomposter. Das ist für die Dinge, für unsere Kräuterkunde. Ey, hier ist richtig viel Stuff, Mann. Sag mal, hüpfender Topf, das ist Materialverfeinerer. Pflanztisch mit großen Töpfen. Nichts ist schöner als ja, da sehe ich uns. Mit mittelgroßen Töpfen. Das brauche ich. Mit drei Töpfen sogar. Holy shit. Der hat 3000 gekostet. Mit drei kleinen Töpfen. Oh, hier gibt's richtig. Mit fünf sogar. Holy shit, ey. Okay, also der hat auf jeden Fall viel Stuff für den Raum der Wünsche. Und sobald wir mehr Geld haben, wissen wir, wo wir das rein investieren können. Unseren Raum der Wünsche können wir dann auf jeden Fall noch verbessern. So, und ihr seht es jetzt schon, Freunde. Hier haben wir einmal eine Kiste mit Handschuhen. Dann haben wir hier noch diese wunderschöne Kiste, die wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Geld für uns hat. Und ein Demigeist-Mond steht hier auch gleich um die Ecke. So, die 500 Münzen nehme ich gerne mit. Den Demigeist nehme ich gerne mit. Sehr schön. Der wurde mir in die Kommentare geschrieben, ne? Also ich arbeite hier auch immer ein bisschen mit der Kommentarsektion zusammen, Freunde. Auch wenn ich immer sehr verspätet in die Kommentare schaue. Und ihr meintet, direkt nördlich von dem Laden ist dann nochmal irgendwo gleich ein Demigeist. Ich weiß gar nicht, ob das hier ist. Ja, da oben! Hallo, tatsächlich! Wow, hier sind einfach zwei Demigeist quasi direkt nebeneinander und ich habe beide noch nicht gesehen. Wow, okay. Und ich hätte schwören können, dass ich an der Stelle von Hogsmeade eigentlich schon häufiger unterwegs war, aber wahrscheinlich habe ich nie nach oben geguckt, ne? Das ist wahrscheinlich das Problem. So, dann looten wir hier mal. Hier haben wir ein bisschen Geld. Tatsächlich, Geld ist aktuell das, worüber ich mich am meisten freue. Weil Geld ist meine größte Mangelware aktuell. So, abgegriffene Quidditch-Uniform. Demigeist-Mond, sehr schön. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier drüben noch was haben. Da haben wir noch mal ein bisschen Geld. Sehr schön, Freunde. Wunderbar. So, und einen Demigeist-Bot will ich jetzt auch noch abchecken. Da weiß ich aber nicht, ob wir da schon waren oder nicht. Aber jemand meinte mir in der Nähe von J. Pippins Zaubertrankladen. Gibt es auch noch eine Tier-2-Tür, also eine Stufe-2-Türe. Und das ist ja dann irgendwie auch, sage ich mal, immer noch sehr spannend, weil diese Stufe-2-Türen konnte ich ja lange nicht öffnen. Muss nur gucken, hier ist der Zaubertrankladen. Und maybe hier. So, Schloss auf Stufe 2. Ich weiß nicht, ob der Kommentarschreiber diese Tür hier meinte. Schauen wir mal nach.
Aha, warte mal, du musst hier hin und du musst hier hin. Sehr gut. Das ist natürlich krass. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr big, wenn hier auch noch ein Demigeist drin ist. Rebellio. So. Ja, ich glaube schon. Oh, no way. Freunde, tatsächlich. Noch ein Demigeist. Warte mal, wie viele fehlen jetzt noch in Hogsmeade? Alle. Wir haben alle. Wir fehlen nur noch 4 Truhen und 6 Handbuchseiten und dann ist Hogsmeade komplett abgeschlossen. What? Yo, wie cool. Ey, das ist... Hä? Richtig gut. Wow. Das ist mega. Das ist richtig, richtig gut. So, aber eigentlich sind wir nach Hogsmeade gekommen, weil der Kollege hier vorne ein ganz, ganz dickes Problem hat. Und nachdem ich jetzt hier gar keine Demigeist-Statue mehr sammeln muss, Gott sei Dank, können wir jetzt auch wieder auf Tag schalten, Freunde. Oh, schaut mal, wie die Schüler hier reinlunzen, um da irgendwas zu entdecken. Ne? Das habe ich der Scherzartikel laden. Ja, Zonkos Scherzartikel laden. Reden wir mit ihm hier. Dem geht's irgendwie nicht gut. Dem alten Sprücheklopfer. Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Bitte was? Ich weiß was ist nicht. Sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken. Und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Mir würde es nicht interessieren, was ich sage. Oder was passiert, wenn ich sage, ich bin da nicht dabei. Aber was ist mit dieser Venemosa Tentacula? Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich 2 Schnatzer mit einem Stein. Ich glaube nicht, dass eine Schülerin das für Sie tun sollte. Ach, das ist doch nichts. Und er hat es verdient. Glauben Sie mir, Sie werden das im Nu erledigt haben. Ich finde einen anderen Weg. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Ich werde hier warten. Bringen Sie mir lediglich die Venemosa Tentacula. Okay, also irgendwie haben jetzt die nicht vergessen, giftige ich Rache. Ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Ja. Kehre zu Ackley Barnes so zurück, hä? Mr. Barnes nur Ärger bekommen. Ich muss ihm auf einem anderen Weg eine Venemosa Tentacula besorgen. Ich habe ja schon eine. Hallo, Mr. Barnes. Ach, ich gebe ihm jetzt einfach eine aus meinem Bestand. Ich würde zu gern Lawleys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Die Beschaffung war schwieriger als erwartet. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkos. Okay, wir haben einfach einen aus unserem Bestand gegeben und gesagt, es war voll schwer. Da kriegen wir Kräuterkunde-Handschuhe aus Drachenhaut. 500 Münzen? Ja. Das gefällt mir. Also ich glaube, wir können bei diesen Quests wirklich immer sagen, wir wollen eine Bezahlung. Da kommt wirklich ordentlich Cash bei rum, wenn man das immer wieder macht. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. Ja, Freunde. Das passt dann an der Stelle erstmal soweit. Ich glaube, Hogsmeade hat sonst erstmal nichts für uns. Wie gesagt, die letzten 6 Handbuchseiten und 4 Truhen.
Machen wir dann, wenn wir irgendwann Alohomora 3 haben und uns dann irgendwann mal komplett Hogsmeade anschauen, mit allem drum und dran. Ja, und ansonsten steht uns jetzt quasi alles offen. Ich meine, wir können die Hauptstory jetzt vorantreiben, wenn wir uns mit Sebastian treffen. Wir können auch noch ein bisschen die Dörfer anfliegen und uns Alohomora 3 holen. Das wäre, glaube ich, auch spannend. Ich meine, wie viele haben wir noch im Inventar? Bin mir jetzt gar nicht sicher, Freunde. Wir schauen mal nach. Wir haben 7 im Inventar. Krass. Sehr, sehr, sehr krass. Und wir müssen, glaube ich, noch 10 besorgen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. Das heißt, 3 Stück müssten wir noch auf der Karte finden. Aber das sollte ja ganz gut machbar sein. Weil ja in jedem Dorf welche sind, ne? Und zum Beispiel jetzt hier ist ein Dorf. Ja, wunderbar. Hier. Arrenshire. Da setzen wir uns jetzt einfach hier zu dieser Flohflamme. Setzen wir uns jetzt einfach hier einen Weg. Und dann fliegen wir jetzt einfach kurz 3 Dörfer ab und schließen dann auch noch die Hausmeister-Alohomora-Quest ab. Wie gesagt, die Dörfer und das Umland, das erkunden wir mal, wie wir schon mal gesagt haben, in so großen Parts, wo wir wirklich so komplette Erkundungsparts machen. Aber manchmal das ist jetzt quasi einfach einen Nebenauftrag abschließen. Ne? Also klar, der Nebenauftrag besteht aus Erkundung. Dementsprechend kann man das jetzt nicht sehr voneinander trennen. Aber wir besuchen jetzt einfach noch 3 Dörfer im Süden, holen uns aus jedem Dorf eine Demigeist-Statue ab und werden dann auch dem Hausmeister helfen. Und dann ist unsere Auftragsseite ziemlich leer. Ne, dann ist dann nur noch der Hauptauftrag von Sebastian drin und das war's. Also, dann haben wir wirklich mal komplett aufgeräumt, unser Questlog sozusagen. Dann haben wir nur noch den Hauptauftrag, ne, die schönen Nebenaufträge. Oh, schaut mal, davon sind noch Ballons. Die machen wir dann, wenn wir vielleicht weiter in den Süden fliegen, zum nächsten Dorf. Denn alle Dörfer, die wir noch nicht erkundet haben, liegen ja alle im Süden. Ja, und dann passt das. Aber das ist sehr schön. Da haben wir Alohomora 3, dann stehen uns alle Wege offen. Oh, und hier sind auch 4 Truhen. Jetzt passt auf, Freunde. Wenn wir jetzt doch schon mal hier unterwegs sind. Alohomora. Ich meine, es sind 4 Truhen, eine Demigeist-Statue und ich glaube eine Handbuchseite. Das müsste definitiv im Bereich des Möglichen liegen. Dass wir das schaffen. Sehr gut. Und hier müsste doch jetzt auch was schon... Was haben wir denn hier? Ein cool. Demigeist. What? Ach, der ist hier schon drin? Revelio. Oh, lol. Aber ich kann den wahrscheinlich nur mitnehmen. Oh, ich habe jetzt auch gerade schon die Handbuchseite gehört. Ich kann den wahrscheinlich nur mitnehmen, wenn es Nacht ist, ne? Ja, da steht er. Alles klar. So, eigentlich erkunde ich die Dörfer immer sehr gerne bei Tag. Aber wir sind ja ein bisschen verpflichtet, das zu tun. Yes. So. Dich brauche ich, Kollege. Noch 2 Stück. Und wir haben den Hausmeister befreit. Vor allem bin ich da noch gespannt. Der will ja auch rausfinden, quasi, wer ihm diese Demigeist-Statuen da aufgestellt hat, wer ihn da so fronten will. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wer da sich als Bösewicht entpuppt. So, und ich glaube, das hier können wir wegsprengen, oder? So sieht's aus, weil da drin ist ein Zauberstabgriff. Wunderbärchen. Und die nächste Truhe befindet sich hier drin. Sehr schön. Da muss ich nicht mal einbrechen, Freunde. Das müssen wir einfach nur mitnehmen. Ein Wappen. Oh, jetzt können wir im Raum der Wünsche sogar ein Hogwarts-Wappen aufstellen. Hey, doch, da sage ich doch nicht nein. Das ist auch sogar einfach ein Kind am Boden, ne? Hat da gespielt und wir marschieren einfach so ein, nehmen sein Hab und Gut mit und verschwinden wieder. Das ist so crazy. So, und da ist die Handbuchseite. Spinnenglieder. Anscheinend hat jemand die Glieder der Akromantula aus Profitgründen gesammelt. Das mag lukrativ sein, wenn man bereit ist, sein Leben zu riskieren, um sie zu beschaffen. Oh, krass. Okay. Hier handelt einfach jemand eiskalt damit. Da ist auch noch eine Nebenquest, sehe ich gerade. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Da sind mir diese Trompetenblumen. Die Truhe hier ist nicht wichtig. Renaissance-Hut. Ein nettes kleines Örtchen. Ja. Arrenshire hat schon ein bisschen was zu bieten, ne? So, du bleibst hier. Und du bleibst hier. Sehr gut. Dann wollen wir doch die Nebenquest hier auch gleich noch mitnehmen. Wenn wir schon das Dorf machen, Freunde, dann müssen wir es auch abschließen, ne? Und dann die 2 Demigeist-Monde machen wir noch und dann Revelio. Dürfte hier theoretisch alles passen. So, jetzt ist nur die Truhe hier, glaube ich, im Obergeschoss. Yes, so sieht's aus. Mit noch einem Zauberstabgriff, ne? Genau. In diesen kleinen, länglichen Truhen sind immer die Zauberstabgriffe drin. Das habe ich alles schon verstanden, sondern so ein bisschen das Prinzip durchblickt habe ich schon. Und in dieser kleinen Hütte hier, da ist jetzt noch die letzte Truhe. Wunderbar.
mit an die Wand gehängte Hauselfenköpfe. Okay, ich weiß nicht, ob ich das so schön finde. To be honest. Ich meine, die waren aus Stein, aber trotzdem. So. Hi. Was geht? Ich kann nicht dorthin zurück. Ich kann nicht mit ihm reden. Jetzt kann ich mit ihm reden. Edgar Adley. Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein, Mr. Adley. Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Akromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. Milo wusste, dass es gefährlich ist. Und dass er auch ihr Leben riskiert. Nein, nein. So hätte Milo nicht gedacht. Ich nehme gerade immer gern die Arschloch-Antworten. Nur manchmal ein bisschen zu selbstbewusst. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Milos Name für die Akromantula. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Als er starb, bat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen. Ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich bin geflohen. Warum sollte man für Spinnengift sein Leben riskieren? Als Zaubertrankzutat ist das Akromantula-Gift sehr wertvoll. Vor allem, weil man es, wie der arme Milo bewiesen hat, von einer lebenden Akromantula unmöglich bekommt. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre Ihr Tod. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ja, ja, Meister. Keine Sorge. Du hast mir die Idee jetzt schon in den Schädel gesetzt. Wo könnte diese Akromantula-Höhle sein? Naja, es wurde ja der verbotene Wald erwähnt, ne? Das ist dann wahrscheinlich irgendwo nördlich von hier. Ja, 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 genau. Hier. Alles klar. Flüchtige Begegnung. Gute Bezeichnung. Ja, passt auf. Dann machen wir das doch gleich. Ist sie dann wirklich so groß wie Aragog? Aus die Kammer des Schreckens, weil das ist ja auch, ne, eine Akromantula. Und gerade das Gift der Akromantula war ja dann auch in Harry Potter und der Halbblutprinz. Let's go. Sehr beliebt, weil ja dann Slughorn von Aragog sozusagen das Gift mitgenommen hat. So. Ausweichen, ne? So, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, welches Zauberset ich hier habe. Jetzt hat. Zack. Genau, Confringo macht nämlich, glaube ich, mehr Damage, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, und wir haben unseren Incendio gepusht. So sieht's aus. So, da kommt sehr viel Stuff raus. Zack, Stupor in die Fresse. Sehr schön. Du machst einen Abflug und dich eliminieren wir einfach so. Ich muss eigentlich auch gar nicht gegen die kämpfen, fällt mir gerade auf. Okay, dann verziehe ich mich wieder. So. Aber hier muss, glaube ich, irgendwo... Ah, das ist dieser Spinnenkrater. Ich erinnere mich. Freunde, ich glaube, wir waren hier irgendwo. Ja gut, ne? Was soll's? Schauen wir uns das Ganze hier an. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist. Ist sie das? Nee, das ist nur eine Kreuzspinnmaterialin, ne? Das ist einfach nur quasi, wie soll ich sagen? Aufpassen, ne? Ich glaube, einfach nur normale Spinnen. So, aber die leveln, glaube ich, mit mir mit. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Genau, damit wir nämlich hier ein bisschen mehr Damage machen, ne? Ausweichen! Genau. So, ich greife mal beide an. Hauptsache, ich krieg meine Kombos raus. Damit ich hier die alte Magie jagen kann. Oder die alte Magie aufladen kann. Ausweichen! Sehr gut. Herausforderung abgeschlossen, besiege Spinnen. Ah, hallo! So, einmal alle Zauber raus, Zwiebeln. So, hier alles mitnehmen, was wir brauchen. So, ich werde nicht meine alte Magie für dich verschwenden, ne? Genau. Weil das ist nämlich schon genug. So, ich glaube, wir müssen weiter hier rein. Ich glaube, ich bin instant in die falsche Richtung gelaufen. Waren wir hier drin nicht schon mal? Ich weiß es gar nicht. Oder sind wir hier nur mal reingeflogen? Ey, keine Ahnung, ne? Ey, hier sind überall so kleine Pisserspinnen. Giftige Boten. Widerlich. Oh boy. Ach nee, das ist die Tote. Oh mein Gott, ich dachte, die wäre von oben runtergeflogen. Wir laufen mal weiter. So, wir feuern einfach mal Stupor auf dich drauf. Du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.
Tut mir leid, giftige Materialchen. Boah, ich krieg von irgendwas hier noch auf die Schnauze. Ich mache hier erstmal... Oh boy, ich krieg von irgendwas richtig auf die Schnauze. Aber ich krieg auch mein Incendio nicht raus. Sehr schön. Nein, super auf die Größe. Meine Nase läuft. Okay, die verbuddelt sich. Ich weich mal aus. Okay, hier, alter Magiewurf. Der tut immer weh. Gut. Defendo ist so krass. Ich liebe es. Incendio. Okay. Mach die auch einen Abflug. Ich will die einfach nur raus. Oh Gott, wie viele hier einfach ankommen. Ah, du widerliches Stück. Sehr gut. So, aber wir haben unsere alte Magie gleich dreifach aufgeladen. Das noch eine, ne? Boah, was ein unangenehmer Ort. Aber die hält nichts aus. Das ist das Schöne. Die hält nichts aus. Bin so gespannt, wie die Spinne aussieht, ne? Oh, da kommen jetzt die kleinen Pisser raus, ne? Ja. Genau, die wollen mich einfach nur angreifen. Die springen mich so an. Okay. Wir sind im Spinnenbau. Wir sind mittendrin. Oh. Genau, wir triggern die jetzt einfach, bevor die irgendwas tun können. Und laufen tiefer hinein ins Spinnenlabyrinth. Freunde, ich wollte doch nur ein paar Demigeist-Statuen sammeln. Jetzt bin ich in den Tiefen einer riesigen Spinnenhöhle. Ist das die Acromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Vermutlich. Incendio. Kompliziert gleich eine Riesenspinne. Aber krass, ne? Wow! Ey, und auch nur um das nochmal zu erwähnen, ne? Nur um das nochmal zu erwähnen, das ist einfach so ein random Nebenauftrag in irgendeinem Dorf. Also, die Nebenaufgaben in diesem Game sind wirklich richtig, richtig gut gestaltet. So. So, ich meine, die müsste ja trotzdem eine Feuerschwäche haben, oder? Ah, mein Incendio hat nicht getroffen, ne? Oh, jetzt hat die mehr beschworen. Ich glaube, ich drehe hohl. Ausweichen, genau. So, okay, wir können auf jeden Fall mehr alte Magie noch triggern auf sie, ne? Ausweichen. Ausweichen. Mega-Power-Trank. So, zack. Und instant nochmal. Ich habe hier meine alte Magie gut aufgeladen. So, hier. Zack. Sehr schön. Ausweichen. Ausweichen. Die greift dreimal immer an, ne? Oh, jetzt muss ich hier wieder das blocken. Ich weiß nicht, ob sie das bringt, die Kleinen anzugreifen, ne? Ich mach's aber einfach mal. Genau. Oh, die hat mich erwischt. Was für eine Sau. Oh, ist das widerlich, ne? Ausweichen. Oh mein Gott. Die hat mich mit einem Angriff hops genommen. Oh, boy. Die hat mich mit... Ich weiß nicht, ich habe nicht genau gesehen, wie viel Leben ich hatte. Aber die hat mir schon, die hat mir schon böse gegeben. Okay, Freunde. Wir probieren nochmal, die Spinne rauszunehmen. Ich meine, sie ist 4 Level über mir. Boah, das ist so eklig, das Mann. Das ist also der Flüchtige. Widerlich. Widerlich. So, wir geben ihm einfach, Freunde. Dass der hier sich hier gar nicht mehr wehren kann. Genau, jetzt kommen nämlich die, aber jetzt kann ich hier Incendio machen. So, weil dann kann ich nämlich den hier gut geben. Blocken. Und jetzt kann ich auch Stupor auf sie feuern. Oh boy. Oh boy, muss trinken. Ja, 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 okay. Nee, eigentlich muss ich permanent sie angreifen, wenn ich hier lebe. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich glaube dennoch daran, dass es machbar ist. Ich glaube dennoch daran, dass es machbar ist, Guys. Wir müssen nur gucken, ob wir uns vielleicht hier genau so einen Pflanzenturm aufstellen. Was habe ich hier noch? Zaubertrank erhöht die Verteidigung. Why not? Aber nur 20 Sekunden lang, ne? Das ist auch nicht so baba. Das bringt jetzt echt nicht so viel. Passt auf. Dann gehen wir rein. Das ist also der Flüchtige. Der Flüchtige, Freunde. So, jetzt passt mal auf. So, und dann stellen wir jetzt hier nämlich die mal auf. Genau. Vielleicht hier auch noch. Wir können eh nur maximal 2 aufstellen. Oh mein Gott. So, und vielleicht können wir dann hier einfach mit unseren ausweichen. Genau, mit unseren Venimosa Tentacula. Hier einfach ein bisschen Randale machen, ne? Ausweichen. Sehr schön. Das läuft doch gar nicht schlecht. Und wir haben noch gar nicht unsere alte Magie gezündet. Das mache ich jetzt 3-mal, damit wir dem direkt geben können. Doch, ich glaube, es ist super strong.
Oh mein Gott, es ist, glaube ich, super wichtig, Freunde, dass wir hier unsere Winnie-Musa zum Beispiel aufgestellt haben. Aber jetzt habe ich leider keine mehr. Aber ich meine, wir haben die schon extrem down. Wir haben die schon extrem down. Aua. So, ich muss immer auf Full Life bleiben, das ist das Wichtige. Genau. So, dann kämpfe ich mal gegen die Kollegen. Alter. Bruder, ich bin mitten in der Aufnahme. Digga, ich bin Zweitkanalaufnahme. Ja, Freunde, da ist mal kurz David zu Besuch gekommen, unangekündigt. So, aber das hindert uns natürlich nicht daran, hier trotzdem noch ein bisschen mehr Randale zu machen. So, das ist der, auf jeden Fall der beste Kampf bisher. Ausweichen. Genau, sehr schön. So, jetzt, wir müssen eigentlich noch einmal, wir bräuchten noch einmal unsere alte Magie. Dann hätten wir es auch schon. So, sehr schön. Wir kriegen Stupor auf sie raus, das ist wichtig. Ausweichen. Genau, der Dreifachangriff kennen wir mittlerweile. Jetzt beschwört sie der neue Kollegen. Zack, zack. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Bevor das erledigt ist, muss ich das Erbstück für meine Let's go. Freunde, holy shit. So, aber das Erbstück muss hier noch irgendwo rumliegen. Da müssen wir wahrscheinlich die Leiche von dem Kollegen finden, ne? So, ein Schütze steht hier noch. Okay. Holy moly. Ihr Unholde. Sehr gut. Und hier muss jetzt irgendwo wahrscheinlich der gute Milo liegen, oder? Ist er das hier? Nee, das sind nur Pilze. Wo ist der? Wo lebt er? Was tut er? Also ich meine, tun tut er nichts mehr, der ist tot, aber wie soll ich denn jetzt dieses Erbstück finden? Ich meine, im besten Fall liegt der hier ja irgendwo, oder? Finde das Erbstück, das Milo zurückließ, ja. Ah, hier vorne, Freunde. Bei den Spinneneiern. Ja, vermutlich hier. Das sieht doch schon mehr nach dem aus, was wir brauchen. So, pass mal auf. Dann holen wir uns noch ganz kurz hier diese kleinen, dreckigen Pisserspinnen hier raus. Und dann muss das vermutlich hier sein, oder? Taschenuhr. Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. So sieht's aus. Wow. Das war mal ein Kampf, Freunde. Komme ich hier mit dem Besen raus? Komme ich hier raus? Schauen wir mal nach. Ja. Kann auf jeden Fall nach oben fliegen und es sieht auch so aus. Ja, krass. Ey, ich sag's euch immer wieder, ne? Der Besen ist einfach das heftigste Item in diesem Spiel. So, aber ich meine, den ganzen Weg zu fliegen, das wäre insane. Ich meine, für ein privates Playthrough wäre das cool. Also das weiß ich auch, machen Leute sehr gerne in Skyrim zum Beispiel oder so. Und dass sie einfach sagen, sie spielen Skyrim ohne Schnellreisen durch. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, warum das Leute tun, dass man einfach so mehr in diese Welt integriert ist, ne? Dass man auch den ganzen Weg fliegt und dass sich das alles viel mehr einfügt. Und was auch noch krass ist, viele Leute, oh Gott, Alter, meine Cap sieht einfach ganz, ganz gruselig aus. Viele Leute spielen das Game auch ohne Minimap, ne? Dass man sich halt auch selber zurechtfinden muss. Ich glaube, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Spielerfahrung. Sieht gar nicht so schlimm aus. So. Haben Sie die Höhle des... Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das war gar nicht so einfach zu bekommen. Wie steht's mit einer Belohnung? Ich, natürlich bezahle ich sie gerne. Aber ich habe nicht viel. Ich versprach, für alles aufzukommen, was Milos Tochter braucht, um eines Tages nach Hogwarts zu gehen. Sie glauben gar nicht, wie schwer es war, die Uhr zu finden. Ich bin so ein richtiger Arsch, Mann. Vielleicht können Sie sie für die Schulsachen verkaufen. Ich hätte das Erbstück nie erwähnen sollen. So egoistisch. Oh Mann. Hier ist Ihr Geld, Sie Erpresserin. Oh Mann, ey. Sie sind nicht besser als Rockwood und sein Haufen. Boah, man kann solche Arschlochantworten auswählen. Ich meine, ich würde das natürlich niemals im Real Life tun, aber 500 Münzen wieder, Freunde. Das ist, aber halt in so einem Videospielen kann man halt so Dinge testen, die man halt sonst nie machen würde. Ich fühle mich so schlecht dabei, aber es gibt dann 500 Coins. So, hier unten ist noch ein Dorf. Hier gibt's auch einen Demigeist, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde sagen, wir düsen da direkt hin. Also ich habe das Ziel noch nicht aus den Augen verloren, trotz Riesenspinne, die wir jetzt bekämpfen mussten, ne? Ich habe das Ziel noch nicht aus den Augen verloren, dass ich immer noch zwei weitere Demigeist-Statuen finden will. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Hier sind noch diese Ballons. Ich glaube, dass es hier losgeht. Ja, das sind ja immer 5 Stück. Dann nehmen wir die nämlich auch noch gleich mit. Ne? Das sind eigentlich, ist ganz cool, wenn man so kleine Nebenquest-Aufgaben oder so kleine Sammeleinheiten immer auf seinem Hauptweg zu seinem eigentlichen Ziel mitnehmen kann.
Sehr, sehr, sehr geil. Ich meine, wir haben jetzt auch noch diese Spinnen besiegt. Dadurch müssten wir jetzt, glaube ich, auch noch so weniger Schaden von Spinnen 3, glaube ich, dann nochmal als Belohnung bekommen. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Unser Umhang flattert schön, aber ja, Freunde, der Demigeist, der ist das Wichtige. Ich meine, in dem Dorf wird jetzt auch noch viel, viel los sein. Das machen wir dann irgendwann mal später, würde ich sagen. Also ich würde schon gern heute noch die Demigeist-Statuen abgeben. Das wäre schon schick. Keine Ahnung, dann hätte man einfach so einen schönen Meilenstein, sage ich mal, geschafft. Oh boy, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Du musst mitkommen. Exakt. So, und dann nehmen wir euch beide auch noch. Ich weiß gar nicht. Das ist, ich glaube, die Ballons sind ja auch irgendwo aufgelistet, ne? Wie viele es da gibt. Sehr schön! 10 von 10 Ballons haben wir zerplatzen lassen. Und da ist jetzt das kleine Dorf. Die Flohflamme nehme ich mir auf jeden Fall mit. Hier wäre wieder eine Nebenaufgabe, ja? Tatsächlich in jedem Dorf gibt es auch eine Nebenaufgabe. Aber ich bin jetzt eigentlich nur wegen dem Demigeist da. Und ich glaube, der steht hier vorne, wenn ich das richtig erkenne. Da ist auch ein Merlin-Rätsel. Also das Dorf hier. Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung? Na, tut mir leid, ich kann dir gerade nicht helfen. Du gehörst mir, Demigeist. Ich bin nur wegen dem Demigeist hier. Na, das Merlin-Rätsel und so, das sah schon alles ganz schmackhaft aus. Aber wir müssen auch lernen, Dinge einfach mal nebenbei liegen zu lassen, ne? Und dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu kommen. Yeah. Let's go. Dich nehmen wir mit. Und dann haben wir jetzt hier um die Ecke den vorletzten Demigeist, den wir brauchen. So, und dann erkunden wir jetzt noch die Karte. Wo ist das letzte Dorf? Ich glaube, den Demigeist hier haben wir noch nicht. Ja, wunderbar. Da können wir sogar ein paar Schnellreise hin, Freunde. Ja, einwandfrei. Dann machen wir das auch auf jeden Fall. Und dann können wir zum Hausmeister spazieren. Das wird, glaube ich, eine kurze, eine längere Folge, aber das ist jetzt kein Problem. Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen gecuttet. So, da ist nichts. Da oben steht er, glaube ich, wenn ich das richtig entdecke. Und oh, schaut mal, hier ist sogar so eine Kugel. Mhm, das ist dann für das Merlin-Rätsel mit Sicherheit. Aber dann öffnen Alohomora. Wir noch kurz dieses Alohomora Stufe 1 Schloss. Und dann haben wir jetzt die Hausmarken geschafft, Freunde. Dann haben wir jetzt auch Alohomora auf Stufe 3. Dann haben wir auch die Demigeist-Sachen. Also wir machen sehr, sehr wichtigen Progress gefühlt. Da ist sie. Da ist sie. Yes. Und hier ist sogar noch eine Truhe. Die nehmen wir jetzt auch noch mit. Na, da haben wir Bäume. Beeindruckend. Bäume. Okay. So. Aber wir kommen auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder. Dann aktivieren wir uns jetzt den passenden Auftrag. Ah, hier, der Mann hinter den Monden. Die letzte Nebenquest einfach noch. Das ist so krass, Mann. Das ist so krass. Und dann haben wir aktuell nur noch die Hauptquest im Questlog, weil wir jetzt einfach so viel geschafft haben. Ich bin fast ein bisschen stolz auf uns. Muss ich an der Stelle jetzt einfach mal sagen. So, und wo gehe ich jetzt am besten hin? Wahrscheinlich hier, ne? Vermute ich mal. Porten wir uns mal an die untere große Treppe. Und dann müsste der Hausmeister hier gleich irgendwo sein. Yes. Der Auftrag ist beendet. Ich habe übelst Vorfreude. Ich glaube, man merkt, ne? Das ist so, so cool einfach, finde ich. Ah ja, genau. Die Treppe sind mir ja schon mal nach oben gelaufen. Die kommt zum Glück hier in kürzester Zeit aus der Wand geschossen. Wahre magische Architekten waren hier am Werk. Und jetzt müssen wir zum Lehrerturm, glaube ich, rüber. Da müssen wir jetzt genau hier kurz an dem Kollegen vorbei. Das war der Architekt von Hogwarts. Freunde, ich kenne mich mittlerweile aus hier. Ich bin Profi. Und hier drüben steht er. So, und jetzt bin ich auch gespannt, wie gesagt, wer es war. Oder ob jetzt vielleicht die Quest sogar noch weitergeht. Na, dass wir immer noch nicht wissen, wer es war. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich. Vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Alohomora-Lektion. Yes! Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Okay. Ist die Quest dann damit fertig oder nicht? Jetzt, dass Sie Alohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen und entfernen Sie die Monde.
Okay, ist jetzt die Quest abgeschlossen oder nicht? Nein, warte auf Nachricht von Gladwin Moon. Okay, also die Quest ist noch da, aber quasi auf on hold, so ein bisschen, ne? Also er wird es vielleicht irgendwann rausfinden, aber wir haben Alohomora 2 und 3. Sehr geil. Und beim nächsten Mal treffen wir uns dann mit Sebastian und werden zum ersten Mal seine Schwester kennenlernen. Ich freue mich auf euch, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.